ich bin Hamza und ich zeige euch heute, wie ich das Ramadan-Fest feiere. Heute in Hamburg, denn Hamza hat mich eingeladen. Morgen ist das Ramadanfest, einer der wichtigsten Feiertage des Islam, der Religion von Musliminnen und Muslimen. Aber jetzt erstmal Fußball spielen. Um Hamza zu treffen, muss ich nämlich auf den Bolzplatz. Hier kickt er mit seinem besten Freund Beppe in jeder freien Minute. Die sind zu schnell für mich. Oh, Hamza, bleib hier, ich kann nicht mehr. Du hast mich ja auch eigentlich fürs Ramadanfest morgen eingeladen, ja. Nicht zum Fußballspielen, oder? Worum geht's denn beim Ramadanfest? Also es geht darum, dass man das Ende vom Fastenmonat, also Ramadan, feiert. Und ja, mit der Familie und dass man auch alles geschafft hat. Also morgen gibt's eine große Party, weil du den Ramadan-Monat, den Fastenmonat, geschafft hast. Aber was ist das überhaupt, ein Fastenmonat? Während des Fastenmonats Ramadan dürfen die Gläubigen nur vor Sonnenaufgang und erst wieder nach Sonnenuntergang essen und trinken. Deshalb stellen sich viele Muslime den Wecker ganz besonders früh, damit sie ausgiebig frühstücken können, solange es noch dunkel ist. Ist die Sonne erstmal aufgegangen, dürfen sie nichts mehr anrühren. Kein Brot, keinen Kuchen, kein Sprudelwasser, keinen Saft. Stattdessen sollen sie über das Leben und die Menschen nachdenken und beten. Die Gläubigen sollen üben zu verzichten und sollen dabei dennoch gut sein zu anderen. Und nicht böse sein, weil gerade etwas schwierig ist. Diese Form der Selbstbeherrschung mache stark. Sie sollen auch merken, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man immer genug zu essen und zu trinken auf dem Tisch hat. Am Abend treffen sich viele Muslime mit Freunden und Verwandten und es gibt besonders leckere Sachen zu essen. Kranke, Schwangere und Reisende brauchen aber nicht zu fasten, denn es soll niemand geschädigt werden. Auch Kinder dürfen erst fasten, wenn sie Jugendliche werden. Und auch nicht gleich einen ganzen Monat lang, das wäre viel zu anstrengend. Das darf jedes Kind für sich entscheiden, ob und wann es richtig ist. Hamza, also dieses Fasten, das klingt für mich echt spannend, aber auch echt ganz schön anstrengend. Wie war das denn für dich? Also es ist leichter, als es sich anhört. So. Die meisten denken, dass es sehr schwer ist, nichts zu essen und so, aber so zum Beispiel gerade habe ich gar keinen Hunger. So. Wie sieht denn so ein Fastentag für dich aus? Also wir wachen meistens morgens vor dem Sonnenaufgang auf, essen dann was, beten dann das Morgensgebet und schlafen dann wieder, bis wir halt zur Schule müssen. Und danach ist mein Tag eigentlich ganz normal, außer dass ich nichts esse und trinke. Und Beppe, du fastest auch? Nee, würde ich auch nicht hinkriegen. Wenn ihr dann hier so zusammen beim Fußballspielen seid, dann isst du Hamza schön einen Schokoriegel vor, oder was? Hätte ich Durst, würde ich schon trinken, oder hätte ich Hunger, würde ich schon essen. Es ist immer eine komische Situation dann, weil du weißt, du kannst den anderen vielleicht nichts anbieten oder so. Mhm. Aber ich weiß, dass Hamza das okay findet. Oh. Ich hab Hunger. Können wir eine Pause machen, bitte? Ja. Hamza, ist es okay für dich, wenn ich kurz was trinke? Ja, mich stört das eigentlich gar nicht, aber ich werde das immer gefragt. So. Ich finde das ganz okay, wenn jemand vor mir trinkt oder isst. Die Fastenzeit, also der Ramadan, ist ja immer zu einer anderen Zeit im Jahr, oder? Genau. Die verschiebt sich immer um 10 Tage. Also ist die Fastenzeit mal im Winter und mal im Sommer. Der Islam hat nämlich einen eigenen Kalender und der richtet sich nach dem Mond. Und dieser Mondkalender, der ist im Koran festgelegt, also im heiligen Buch der Musliminnen und Muslime. Der Ramadan ist der 9. Monat in diesem Mondkalender. Genau in diesem Monat soll nämlich der Koran zu den Menschen gekommen sein. Vor ungefähr 1450 Jahren saß Mohammed,
ein einfacher Kaufmann aus Mekka. Das liegt in Saudi-Arabien, in einer Höhle auf dem Berg Hira. So ist es überliefert. Er dachte über die Menschen und den Sinn des Lebens nach. Im Islam versucht man, sich kein genaues Bild von Propheten wie Mohammed oder von Gott zu machen, wenn man eben nicht genau weiß, wie sie ausgesehen haben. Und damit man nichts Falsches erzählt, versucht man das zu vermeiden. Muslime glauben, dass ihm dort der Engel Gabriel erschien und zum ersten Mal Verse aus dem Koran beibrachte. Mohammed bekam erst einmal einen Riesenschreck. Wer bist du und was willst du von mir? Ich bin der Engel Gabriel und ich möchte, dass du die Botschaft Allahs an die Menschen weitergibst. Von da an trafen sich der Erzengel Gabriel und Mohammed immer wieder und Gabriel überbrachte Mohammed jedes Mal neue Botschaften von Allah. Zum Beispiel sollten die Menschen friedlich miteinander leben, bescheiden sein und Allah ehren. Sie sollten nur Gutes tun und alles Böse vermeiden. Mohammed hörte gut zu und merkte sich jedes einzelne Wort ganz genau, denn er konnte nicht schreiben. Er erzählte alles seinen Freunden und auch die lernten jedes Wort auswendig. 23 Jahre lang kam Gabriel zu Mohammed, um ihm in bestimmten Situationen zu helfen. Er tröstete ihn, wenn traurige Dinge geschahen, oder gab ihm Allahs Rat, wenn dies nötig war. Wie alle Menschen starb eines Tages auch Mohammed. Viele Menschen, die ihm glaubten, und seine Freunde waren sehr traurig. Was machen wir nur, damit die Botschaft Allahs nicht vergessen wird? Wir müssen alles aufschreiben, was Mohammed uns erzählt hat. Einige Freunde, die bereits schreiben konnten, notierten die gehörte Botschaft von Allah. Sie hatten so gut aufgepasst, dass sie sich an jedes einzelne Wort, das Mohammed zu ihnen gesagt hatte, erinnern konnten. Alles, was man aufgeschrieben hatte, begann man zu sammeln und zu einem Buch zusammenzutragen. So entstand der Koran, das heilige Buch der Muslime. Im Koran steht auch, dass die Muslime einmal im Jahr fasten sollen. Und zwar genau in dem Monat, in dem sich einst Mohammed und der Erzengel Gabriel auf dem Berg Hira das erste Mal begegnet sind. Diesen Monat nennen die Muslime Ramadan. Wir sind jetzt in Hamzas Koranschule. Dort hat er einmal in der Woche islamischen Religionsunterricht und es werden Geschichten aus dem Koran besprochen, über den Islam geredet, also Hamzas Religion. Und heute ist das Thema natürlich der Ramadan, also die Fastenzeit. Die erste Frage für heute, am letzten Tag von diesem Ramadan, wäre: Warum haben wir gefastet? Um unsere Seele zu reinigen und stärken. Okay, ein schöner Punkt. Wir beherrschen unseren inneren Schweinehund, oder? Ja, sehr schöner Punkt. Wie hat sich angefühlt zu fasten? Also ich finde so, wenn ich jetzt nicht faste, dann habe ich so nach einer Stunde schon Hunger. So beim Fasten kriegt man irgendwie keinen Hunger. So man ist auch fitter als sonst. Man muss sich so vorstellen, Allah hat uns alles gegeben und dann hat so eine kleine Aufgabe, in einem Monat zu fasten. Und das habe ich dann gemacht. Die Zeit kann ganz schön lang werden bis zum Abend, wenn man nicht trinken und essen darf. Geht die Sonne unter und dann isst Hamza wieder etwas. Er und seine Familie haben mich eingeladen zum Essen. Da bin ich dabei. Sie ist weg. Wollen wir gucken, ob es losgeht? Na dann. Oh, wow. Ihr habt ja mega Gas gegeben. Was darf ich nehmen? Was du willst. Ich nehme mal die hier. Dankeschön. Oh.
Bismillah. Dankeschön. Hamza, wie ist der erste Schluck Wasser für dich am Abend? Das ist so das Beste eigentlich ungefähr. Der erste Schluck. Das Beste. Beim Essen. Also ich rede immer so. Das sieht jetzt hier für mich schon nach einem richtigen Festessen aus. Aber morgen ist ja erst das Ramadan-Fest. Das heißt, da kommt noch viel mehr, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich würde sagen, lass dich überraschen. Okay, ich bin bereit. Es ist so früh, 6 Uhr morgens. Heute wird das Ramadan-Fest gefeiert. Viele Muslime treffen sich in der Moschee, also im Gebetshaus, zum Feiertagsgebet. Ich suche jetzt mal Hamza. Und er sieht so schön. Ja, aber du gehst direkt raus. Wow, du bist aber schick. Danke. Hi, hast du gut geschlafen? Ja, schon. Bist du aufgeregt? Ja, auch. Was wird das Beste heute? Das Essen, glaube ich. Natürlich, natürlich. Dann schnell rein, such dir einen guten Platz. Tschüss. Viel Spaß. Das Gebet in der Moschee ist auf Arabisch, weil auch der Koran, das heilige Buch der Muslime, auf Arabisch ist. Mit dem Gebet endet der Fastenmonat und das Ramadanfest beginnt offiziell. Zum Ramadanfest wurde übrigens schon der ein oder andere Rekord in der Welt aufgestellt. In der Türkei wurde zum Ramadanfest der größte Zuckerkuchen der Welt gebacken. 59 Meter war er lang und 5 Bäckereien haben mitgeholfen. Das klingt wirklich nach einem Festschmaus. Auch in Ägypten wurde ein Rekord aufgestellt, nämlich der längste Tisch zum Ramadanfest. Gut 3 Kilometer war er lang und 7000 Menschen konnten an ihm sitzen. Einer wäre auch ganz schön eigentlich. Ja, ich bin immer so wie eine Bubbel. Im Koran steht, dass man gerade im Ramadan-Monat besonders nett und freundlich zu anderen sein soll. Hamza möchte deshalb für seine Mama und Schwester Blumen kaufen. Echt eine schöne Idee. Nee, ich nicht. Einmal sowas? Ja. Hast du es zusammen? Ja, glaub schon. Das. Ich mag Farben. Mama oder Schwester, wer kriegt was? Schwester, Mama. Mama, Schwester. Genau. Ich habe in den letzten Wochen viele Nachrichten von Kindern aus aller Welt bekommen. So feiern sie das Ramadanfest. Hallo alle zusammen, ich heiße Nut und bin 9 Jahre alt. Ich lebe in Ägypten mit meiner Familie und gehe auch hier zur Schule. Hi. Hallo. Während des Fastenmonats stehen wir um 4 Uhr früh auf. Nach dem Frühstück bete ich das Morgengebet. Danach verbringe ich den Tag wie sonst auch immer. Ich gehe auf den Markt einkaufen und helfe beim Kochen. Guten Tag, ich bin Jeffrey. Ich lebe in Mumbai, einer Stadt in Indien. Am Morgen beten wir, um unseren Geist zu reinigen. Dann ziehen wir uns hübsch an und gehen in die Moschee für ein zweites Gebet. In Ägypten gibt es 2 sehr wichtige religiöse Feste. Eines davon ist das Fastenbrechenfest, das nach dem Fastenmonat Ramadan kommt. In Ramadan isst man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gar nichts. Nach Sonnenuntergang isst man mit Freunden und Familien eine leckere Mahlzeit und verbringt den Tag zusammen. Hallo. Hallo. Das ist für dich. Dankeschön. Anne. Dankeschön. Nicht nur Kater Simba freut sich aufs Essen, sondern Hamzas ganze Familie. Guten Appetit, alle zusammen. Jede muslimische Familie feiert das Ramadanfest ein bisschen anders. Dieser Feiertag erinnert Musliminnen und Muslime daran, dass sie nett zueinander sein sollen und sich in der Zeit des Fastens mit Gott Allah beschäftigen sollen.
Hamza, bist du eigentlich stolz, dass du es geschafft hast? Ja, eigentlich schon. Ja, machst du nächstes Jahr wieder? Ja. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Nein.